Mahlzeit und damit herzlich willkommen zum Rennen hier in den USA. Make America Great Again. Immer noch mit Tobi und Matthias. Moin. Moin. Und ich starte von der 10, die anderen beiden von 1 und 2. Ja, Matthias kann gerne in der ersten Kurve vorbei, wenn er unbedingt will. Wenn ihr gestern zugesehen habt, habt ihr das ja gesehen. Und seid ihr mit eurer Rennstrategie soweit fertig? Ich kann meine kurz zeigen. Ja, ich habe die nämlich vorhin schon gemacht. Ich habe sie schon gezeigt. Ja, ein halbes Kilo mehr Benzin. So, dann X. Halbes Kilo? Ich glaube, ich habe wieder... Ja, ist okay, wenn du das gleich im Rennen so machst. Finde ich gut. Wetterbericht. Bleibt trocken. Boah, der fährt ein Stück über die Wiese und ich fahre hinterher. Warum machst du denn das? Weil ich bin ein Vorbild. Du bist Vollbild? Ich spiel Vollbild, ja. Okay. Ach, du spielst nur Vollbild, du bist Schauspieler. Nein. Hörte sich so an. James, bist aber nicht gut durch den Verkehr gekommen. Aber ich habe die Zeit gelassen. Bei Matthias gibt echt krass Gas gerade. Krass Gas? Ja. Ja, komm mal für gleich. So, das Rennen wird nicht so kurz wie in Russland. Kurve dafür hat's. Ich glaube, das Rennen wird nicht so kurz wie das letzte. Potenzial dafür sehe ich. Huch, das. Hat er mein Auto übernommen? Da ist ein Renault auf 10. Platz, das ist generell Potenzial. Ja, es hat viel mit Potenz zu tun, das ist richtig. So, dann lass mich mal wieder vorbei, Matthias. Ja, nimm dir. Du bist ja innen, das ist ja eigentlich. Eigentlich ist das ja sogar ganz gut, dass du innen bist für dich. Wenn ich jetzt noch den Start nicht wieder so verpenne, wie das ist. Ein bisschen aufgeregt. Echt? Echt nicht. Oh. Oh. Nee. Hör auf, so aufgeregt zu sein, sonst werde ich aufgeregt. Das regt mich auf. Kilo Salz und Hey, Pluto! Er ist aufgeregt. Angst. Hast du aber schnell noch vom Start einen Schluck genommen? Whisky? Passend zur Strecke? Sprit. Aber nur den guten. Aber sicher. Mit Oktan. Aber sicher. Starts nicht mehr, wenn ich das nicht gerne haben würde. Stichst trotzdem rein. Die erste Kurve ist Es sticht trotzdem rein. Verkackt den Start und ist trotzdem reingestochen. Aber ich habe ja Platz gemacht. Er war auch Platz. Also, hallo? Ja, ich habe Platz gelassen. Ich hätte ja auch nach innen zumachen können, aber ich habe gedacht, hättest nee. Du, dein Rennen vorbei gewesen. Fährst du die Kurve mal außen? Ja, natürlich. Wäre mein Rennen dann vorbei gewesen. Ja, unser. Sagen wir so. Und James hat aber gut. Ich bin schon auf 6. Ich wollte gerade sagen, da ist aber ein weißer Punkt, der ist weit vorne gelandet. Ja, ich bin einfach am Start konsequent innen geblieben und bin einfach an allen vorbeigefahren. Ich hätte einfach direkt, nachdem ich gut gestartet bin, nach innen ziehen sollen. Dann hätte Matthias aber doof geguckt. Ich hätte auch Vierter sein können, aber ich habe mir dann gedacht, nee, die Mercedes lassen nicht locker. Dann lass ich sie mal lieber ziehen. Ein Abschleppseil angebracht, dass ich jetzt die Mercedes ziehe. Anscheinend.
Rennstrategie. Ich hab wieder vergessen, wann du reingehst. Ja. Ich war so ständig. Ich hab mir gemerkt. Button. Was wollt ihr denn von mir? Hallo? Wie soll ich euch behandeln? Ja, du hast ja schon Salz da. Ja. Ich merke mir das einfach von vornherein nicht, wenn ich rein soll, und lass mir das einfach sagen. Ja, aber ich weiß das gerne vorher, weil dann habe ich immer das Gefühl, wie lange muss ich mich jetzt noch mit den Reifen quälen? Und wie lange musst du dich noch mit den Reifen quälen? Ja. Noch lange. Guter Versuch, Tobi. Nee, er ist auf Ultrasoft, ne? Ja, okay. Das merkst du auch, merkt man auch, dass du auf Ultrasoft bist. Ja, und fett. Ja, fett fahre ich auch, aber ich habe meinen Wagen auch vollgepackt. Ja, das macht generell nicht. Ich packe immer so zwei Runden mehr einfach. Ja, dann kann ich ja nur zwei Runden auf fett fahren. Das reicht mir. Nee, ein bisschen mehr. Ich wollte gerade sagen, vier Runden gehen dann. Noch fünf. Ja, aber wir haben 28 Runden. Ich würde gerne 28 auf fett fahren, aber so viel passt in den Wagen nicht rein. Nee, das mache ich aber generell nicht, weil erstmal der Wagen einfach viel zu schwer. Ach, das macht nichts. Darum starte ich ja meistens auf der härteren Mischung. Der macht das nicht allzu viel aus. Ja, und deswegen, wenn ich auf der weicheren Mischung starte, sollte ich halt darauf achten, dass der Wagen nicht so schwer ist. Das ergibt einfach nur unterschiedliche Strategien. Punkt ist, die fahren alle auf Ultrasoft. Ich kann mithalten. Ich weiß aber, die müssen bald in die Box. Und ich halt noch nicht. Ja. Rennstrategie. Alles eine Frage des persönlichen Geschmacks. Das ist richtig. Kann natürlich auch sein, dass die Strategie, die ich fahre, voll in die Hose geht. Kann ich sagen. Aber im Moment. Ich frage mich aber, was Anthony Bourdain dafür kann. Im Moment ziehst du mir ganz gut weg. Ohne dass ich was machen könnte, außer vielleicht Risiko fahren, aber das will ich gerade nicht. Muss ich auch. Ne, das ist es. Meine Strategie baut halt zum Teil darauf auf, dass ich halt ein bisschen Abstand gewinne. Dann ist er noch. Ah, oh, noch 25 Runden. Kann man schon länger vor. Was? Nein, wir sind erst die, in der dritten. Echt? Ja. In der zehnten habe ich meinen Abschluss gemacht. Wir sind erst in der dritten. Jo. Da sind wir aber noch jung. Ups. Da war die Schreckenbremsung. Okay, mit dem vollen Auto kann ich die Kurve aber auch nicht Vollgas fahren. Nee, ich auch nicht. Ich muss einmal lupfen zwischendrin. Ja. Sonst wärst du viel zu weit rausgetragen. Das, was Matthias als Reifenvorteil hat, das habe ich als Spritvorteil. Ja. Das gleicht sich alles bis zu gewissen Grenzen wieder auf. Sehe ich auch so. Upsi. Trotzdem kann Matthias den ersten Sektor nicht. Nee. Das gleicht sich auch aus. Ich kann ihn einigermaßen. Also ich will jetzt nicht behaupten, ich beherrsche ihn, aber so halbwegs komme ich durch. Ja, halbwegs durch, kommt hier. Da warten wir aber mehr halb als durch. Ich komme so durch, dass ich mir denke, ja, ist okay. Einigermaßen schnell. Okay, ich habe gerade in Sektor 1 und 2 mit Plus auf der Uhr lila Zeiten gefahren. Matthias, was ist da los? Gut, was ist los? Ich hab mit Minus auf der Uhr grüne Zeiten gefahren.
Sag vorher Spielbücher sagen. Venus auf der Uhr mit grüne Zeiten. Ja. You don't say. Bin aber bis jetzt nur eine 42er Zeit gefahren. Ich denke mal einfach, dass Matthias den dritten Sektor richtig gut fährt, viel besser als ich, und die anderen einfach schlechter. Oh. Fahrer vor mir. Kannst du die lange Kurve Vollgas fahren? Ja. Ja, das geht mit roten Reifen und vollem Auto nicht gut. Hatte ich schnell den ersten, schnellsten ersten Lap. Den habe ich die ganze Zeit gerade gehabt, jetzt nicht mehr, jetzt habe ich mich in der ersten Kurve schon verbremst. Shut up, Jeff. Der will mich verarschen. Shut up, Jeff. Fahr rein, Tommy. Was willst du jetzt von mir? Nix, Verbindung bricht ab. Hör mir zu, Junge. Pass auf, direkt vor der Box. Shut up, Jeff. Shut up, Jeff. Bitte. Sei leise, Jeff. Boah. Das war jetzt aber eine schwere Geburt, dass er das kapiert hat, dass er ruhig sein soll. Die Diskussion hat Zeit gekostet. Jetzt müssen die Ultrasoft so langsam mal in die Box gehen, oder? Ich sag dir Bescheid, wenn er reingeht. Ja, sieht man ja notfalls auch, ne? Wenn er dann hinter mir ist, weiß ich Bescheid, er ist in der Box. Er hat ja gerade schon den Abstand zu mir erfragt. Hab ich? Ich hab ihn nur nicht gehört, weil Jeff nicht leise werden will. Das ist schlimm. Ist echt nicht schlimm. La 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 la. Ich fühle mich hier echt im. Oh, das war ein sehr alternativer Weg. Fahrer hinter mir. Da 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 da. Ja, ist ja heute schon Weihnachten. Also langsam muss er trotzdem in die Box, sonst gehe ich gleich vor ihm in die Box. Ich denke, 8., 9. Runde würde er rein müssen. Ja, aber jetzt mal ohne Flachsen, die Reifen sind doch so schlecht. Wie viel hast denn du? 40% drauf? Oder geht doch noch. 40? Das voll akzeptabel. Wenn man Boxenstormfenster sagt, bis zu 12 in Runde kann. Was? Alles klar. Dann ist aber der Reifen wahrscheinlich auch echt Kartoffel. Kannst du von ausgehen? Nee, diese Runde noch nicht, Jeff. Kannst du knicken. Frühestens nächste.
Sonst glaubt er nämlich, kommt er mit seinem Einstop nicht durch. Okay. Danke, Jeff. Das war mal ein sinnvoller Hinweis. Look to Mix 2. Ich hab meinem erfolgreich klar gemacht, die Klappe zu halten. Nee, meiner sagt man nicht so viel. Ja, wir haben's mitbekommen, James. Ja, war ja auch nicht zu überhören. Nee. Fahrer hinter mir? Ich will mich dann auf dezent von Jeff verarscht, wenn er mir nicht zuhört. Nur weil ich ihm sage, er soll die Schnauze halten. Aber wieso hole ich auf den alten Ultrasoft auf die Grenze? Weiß ich nicht. Weil's geht? So. Was glaubst du denn, was die Supersoft jetzt haben? Meinst du, die haben jetzt hier noch 10% und sind noch frisch oder was? Das ist allgemeine wahrscheinlich. Wie viel Prozent hast du denn? Genug. 35? Ach, Tobi, er fährt ja noch. Das verrat ihm das doch nicht. Er verrät dir doch auch nicht, wann er in die Box geht. Ich glaube, ich nehme die 35 ganz ernst. Weiß ich nicht. Also ich hab, auch auf ich hab 18%. Gut schon. Ja. Jetzt kann sich Matthias denken, dass irgendwo dazwischen die Wahrheit liegen wird. Auf dem Medium natürlich. Stimmt, du bist ja Medium gestartet. Ja, auf jeden Fall. Nee, der geht noch. Alter. Das war Reifen. Persönliche schnellste Runde. Ah, guck mal, die ersten gehen schon in die Box. Ja, sowas wird sich nicht orientieren. Ich orientiere mich da aber grob dran. Ich versuche jetzt so viel zu überziehen, dass ich am Ende nochmal irgendwas aufbrauche. Das sollte jetzt schon drin sein. Oh. Jetzt werde ich auch wahrscheinlich in die Box gehen, weil 47% hinten links ist schon eine Bogennummer. Wie viel Prozent? 47. Okay. Boxenstopp. Deine Lieblingskurve wieder? Ja, aber es ist einigermaßen gut gegangen. Es ist nur ein bisschen hinten weggerutscht. Der Labersack ist immer noch nicht in der Box gewesen. Wundert dich das? Nö. Ist aber egal. Ich kann auch ein bisschen draußen bleiben. Danny war es gut, der ist jetzt nämlich in der Box. Also. Bei mir ist Kimi auch gerade rein. Du Tobi, ich kann auch noch draußen bleiben. So ist es nicht. Ich kann den overcutten, wenn ich will. Ja. Wenn ich will, kann ich ihn auch nach seinem Boxenstopp eine Menge Zeit kosten. Man kann, glaube ich, auch irgendwie den Abstand zum Führenden erfragen, ne? Tobi, er fragt mal den Abstand zu Matthias. Oh, diese schöne Taktikspielerei. Und dann dafür war dieser lange Stint schon sehr gut. 13-4. Okay, Fahrer vor mir. 13-4. Gut. Er ist genau 20 Sekunden vor mir.
Ich weiß zwar nicht, wie deine Einstoppstrategie fahren will, aber... Ich will keine Einstopp... Das hört doch nicht auf. Mein Chef, aber... Wir kennen dich mittlerweile. Ich habe das ausgerechnet und die Einstoppstrategie wäre scheiße gewesen. Ha, okay. Du darfst da nicht auf den Supersoft gehen, wenn du Einstopp fahren willst. Du musst dann den Soft nehmen, ne? Richtig. Das wäre ja völliger Ranz. Nein. Du Tobi ist durch, das war klar. Zwar nicht viel, aber ich bin durch. Und ich bin verwirrt. Aber nur knapp. Ich hab tatsächlich so lange gefahren, bis der mir gesagt hat, nach dem Boxenstopp bist du Zweiter. Ich wollte eigentlich wirklich 3 Runden früher in die Box gehen. Okay, this is Jeff. I need you. Ja, dann waren die Reifen das wirklich nicht. Eigentlich hätte ich schon, mein Plan wäre schon Runde 10 reinzugehen, aber ich kann nicht in der gleichen Runde reingehen, wo du mit Ultras reingehst. Das geht nicht. Aus Prinzip, ne? Nee, das kann ich nicht bringen. Pumpst du die Supersoftware auch nochmal ordentlich aus, wa? Naja, ne? Geht. Noch sind sie einigermaßen gut sogar. Hm? Noch sind sie halbwegs gut. Ja. Glaube ich. Suche gerade meine Möglichkeiten außer Supersoft durchzufahren. Könnte hinhauen, aber schwierig werden. Wahrscheinlich Zeit kosten. Das ist wahrscheinlich die Variante, hinterher nochmal auf Ultrasoft zu gehen, die elegantere. Hallo Tobi. Soll ich mir was sagen? Ich lote gerade meine Möglichkeiten aus, mit Ultras zu fahren. Ja, echt? Gehen wird's schon mal. Ja, also ich kann locker noch 3-4 Runden mit den Supersofts fahren. Und wir haben gerade gesehen, 10 Runden auf Ultras gehen. Ja, 10 plus die im Q2 sind ja auch nochmal 3 gewesen. Ich habe noch einen Satz Ultras, die ich nicht benutzt habe. Eigentlich sogar nur 2, weil ich direkt nach der schnellen Runde. Ja, ich weiß, aber der rechnet trotzdem die Rückrunde mit rein. Ach, simuliert der. Ja. Ist ja auch richtig eigentlich. Ja. Du machst quasi einen Boxenstopp nach Startziel. Und dann kriegst du einfach so Inlap-Reifen. In Außenturm? Nein, in der Kurve ist man nicht außen. Das kannst du nicht bringen, Matthias. Ich wollte dich jetzt auch nicht überholen in dem Moment. Okay. Ich wollte dir nur sagen, auf welcher Seite ich bin. Alles gut. Aber in der Kurve kannst du doch nicht außen überholen. Hab ich auch nicht. Hab's auch mal eingesehen. Aber auch entspannt gebremst, ne? Mach ich da immer. Junge. Ja, willst du jetzt hier überholen? Nee, von Wolken kann gar keine Rede sein. Aber du fährst gerade auch echt eine interessante Linie. Die muss ich hier fahren, weil das mit dem Autograden nicht anders geht. Darf ich dir zu einem anderen Autograden oder eher zu einem neuen Reifen? Du darfst mir zu neuen Reifen raten. Mache ich dann jetzt. Weißt du was, Louis? Wenn du mich überholen willst, ich wehr mich nicht.
Ne? Nur, dass es weiß, dass wir uns richtig verstehen. Weil ist da extra Platz, dann zieht er richtiger hin. Meinst du, ich gebe so schnell auf? Ja, ist auch gut. Ich habe mich jetzt aber auch nicht unfair dagegen gewehrt. Nein. Du müsstest halt nur mal durchziehen. Ich Quatsch, Kopf. Hamilton. Ja. Lass ihm schon extra immer Platz. Aber er setzt es halt nicht um. Oh, ihn probier ich halt noch eine Runde. Ich kann noch jemanden das machen. Ich hab noch Reifen. Das ist gut, dass du noch Reifen hast. Bisschen Reifen habe ich auch noch. Nicht mehr so viel, dass ich ausreizen könnte, aber ein bisschen ist nur da. So, komm, Louis, jetzt. Komm, danke. Sag dir, ich wehre mich nicht. Weil du hast hier mit deinen frischen Reifen echt einen Vorteil in den schnellen Kurven. Ja, in den S-Kurven auf jeden Fall. Mhm. Den komme ich gar nicht mehr zu Rande. Na, Tobi, wann gehst du? Weiß ich noch nicht. 2, 3. Dann hast du echt noch mehr Reserve als ich. Hammer. Oder ich reiz es halt sehr aus, ich weiß es nicht. Ja, ich reiz es auch schon sehr aus. So wie ich in Monza. Ich habe nur Angst, es irgendwann zu sehr ausgereizt zu haben. Ja, dann macht's Puff und dann hat's einen Puff. Ich bin auch unter 50%. Bitte? Ja. 45 hinten. Respekt. Wir nennen ihn jetzt Reifengott Tobi. Eindeutig. Ich hab 66 hinten. Oh. Was? Fährst du denn? Nicht unbedingt greifen schon und fahren? Jetzt wird's gefährlich. Kannst du nicht den Tipp geben? Geh einfach in die Box. Also jetzt bin ich echt mutig. Mit der Runde, die du jetzt noch fährst. Ja. Boah. Also ich sag mal so, ich hab hier. Jeff denkt, Tobi hat eine Zeitstrafe. Das ist ja interessant. Ich sag's mal so, ich habe hinten links 69%. Matthias, könnte richtig sein. Hast du den schon überrundet? Ja, der Platz gemacht. Ja, wer ist das? Eriksson. Okay. Dann zeig mir die Strategie mal. Ne, will ich nichts von. Das war nett gemeint mit der Strategie, die Alternative, aber er wollte mich auf Softs rausschicken und da habe ich was dagegen. Ja, da hätte ich auch was gegen. Cool, dass Eriksson mir auf der Ideallinie Platz macht. Ich bin jetzt bei 50. Ne, ich habe jetzt hinten rechts 72%. Jetzt ist mir zu heiß geworden. Ja. Nicht gut nach Hause. Gehst du denn jetzt trotzdem auf Lila und versuchst durchzukommen? Ja. Das ist auch eine vernünftige Geschichte, André. Ist auch soeben passiert, sind ja nur noch 12 Runden.
Wäre jetzt richtig arschig, wenn ich gesagt hätte, ich wäre auf 50% gewesen und ich war eigentlich auf 85, ne? War ich aber nicht. James, kein Grund jetzt aggressiv zu schweigen. Ja, was? Ich bin gerade durch die S-Kurve gefahren, Entschuldigung. Ach so, ja, alles gut. Hast du vielleicht den Witz gar nicht mitbekommen, das wäre ganz gut gewesen. Doch, ich hab den schon mitbekommen, aber ich hab mir gedacht, ich lass ihn nicht, lass ihn einfach mal unkommentiert. Schade, schade, schade. So, auf welchem Platz bist du jetzt? Immer noch zweiter? Ich bin immer noch zweiter. Du warst ja noch nicht in der Box, stimmt. Gute Frage. Nächste. Herr Welten klebt mir auch nicht so wirklich am Arsch oder so, von ich bin recht solide Zweiter. Ja. Hinter mir? Schade, ist mein Plan gar nicht aufgegangen, ne? Hamilton vorbeilassen, damit er euch dann irgendwann am Arsch klingt. Nicht wirklich. Oh oh. Oh. Das ist schade. Das hilft nicht. Verdammt! Was passiert? Ich war wieder eigene Schuld gewesen. Dachte ich käme noch um die Ecke rum. Egal. Umso schneller ist die Saison für mich beendet. Immer positiv denken. Muss man aktive Fahrzeit an. Hast du Hamilton irgendwie abgeschossen oder was ist mit dem passiert? Nee, ich hab mir gedacht, versuchst du mal diese vier schnellen Rechtskurven Vollgas zu fahren. Hat nicht ganz geklappt, dann bin ich auf dieses weiß-blaue Rote gekommen und dann hat es mich erst so nach außen, also Richtung Innenseite der Kurve, und dann bin ich da vorne gegen die Ecke geschlagen. Vollgas klappt da, wo der Kamerakran ist. Ja, aber wo ist Hamilton dann abgeblieben? Ist der in die Box? Fünfter. Weil auf einmal Kimi mit Weiß hinter mir ist. Lass mal was trinken. Hamilton hat 2 Stops. Okay. Ja, das nervt mich auch. Ja, Zobi fährt jetzt auch durch. Hätte mich zumindest auch gewundert, wenn nicht. Ich bin bei 55% reingegangen, also das war jetzt noch entspannt. Ja, 55. Ja. Einfach aber ich hab, sauber gefahren lassen. Ich habe aber auch den Reifendruck ganz runtergeballert. Mir ist klar, dass der Reifen schneller kaputt geht. Ja, okay. Dafür ist meine Auflagefläche halt größer. Richtig. Nein, Jeff, ich brauch's nicht, diese Lab. Lass mich in Ruhe. Selbe, das gilt jetzt übrigens auch für Wehrlein. Habe ich gehört, Tobi gewinnt safe. Kommt auf den Safe an. Also wenn er es jetzt nicht katastrophal in die Wand sammelt, dann gewinnt er das Ding. Freut mich doch für ihn. Hätte er sich auch verdient mit der Leistung bisher. Macht ihr mir gerade Druck? Nur einer von euch. Du brauchst ihn nicht mal Druck machen. Matthias muss noch mindestens einmal in die Box. Nee, nicht mindestens. Muss noch einmal in die Box. Mindestens. Es sei denn, du machst irgendwas kaputt. Mal den Teufel doch nicht an den Liegestuhl. Doch, doch, bei dir schon. Du hast genug Punkte. Aber ich find's gut, dass mir Jeff jetzt sagt, dass wir uns dem Boxenstoppfenster nähern. Ja, ja, das macht er gerne. Ja, weil der von 2 ausgeht. Was ich nicht verstehe, weil ich nur einen Stopp statt Regie fahre. Ja, du hast nur 2 Stopp eingestellt. Nein, habe ich nicht. Ich habe Super Soft Soft eingestellt
und hab Supersoft, Ultrasoft draus gemacht. Ja, ja, weil Jeff noch will, dass du noch die Soft fährst, darum sagt er noch eins doch. Ich war in der 10. Runde drin, ne? Was hast du, Arno? Nö, keine Ahnung. Selbst wenn ich es wüsste, würde ich dir jetzt nicht sagen. Ich glaube, 7 warst du drin. Nee, das war zu viel. Nee, 7 nicht. 12 oder 13 warst du. 6? Nee, ich glaube 13. Also, wenn du jetzt schon 50% hast, würde ich nicht durchfahren. Das ist eine schöne Textzeile in einem Lied von Betonfuß. Ihr könnt nicht alle machen. Ihr Saftsäcke. So. Wenn du dir sowas nicht merken kannst, dann können wir ja auch nichts für. Was für ein Vorwurf? Wenn du passt, würde ich überlegen. Ich weiß nur, wenn du an die Box gehst, gehen die Chancen gut, dass Tobi vorbeigeht. Ah, deswegen arbeite ich auch gerade im Kopf an meiner Strategie. Und rechne, das geht dir auch. Geht von Tobi auch? Fangen wir erstmal an. Aber die Ultrasoft und Verschleißung. Die sind zwar nicht ultra beschissen, aber du wirst die Zeiten damit nicht lange fahren können. Ist egal, er muss ja nur noch 8 Runden. Okay. Runde ist anders. Aber mit 50% auf den Supersofts wirst du keine 8 Runden mehr durchhalten. Das überlege ich mich von auch. Wirst du nicht. Kann ich dir versichern, dass das nicht klappt? Ja, ist gut. Du brauchst ja nur mal rechnen. 3 mal 8. Ja, rechnen. Ab 70% haben die Dinger die Angewohnheit zu platzen. Mach das noch Gefühl. Ich bin vorhin mit einem 72% Hinterreifen gefahren und ich sagte, das macht keinen Spaß. Ich habe ja auch gar nicht vor, das zu tun, Jane. Gut. Lass will dir auch nur deinen zweiten Boxenstopp einreden. Lass das mal den Red Bull machen. Der Red Bull macht das gut. Ich möchte nämlich, dass Tobi gewinnt. Mimimi, wenn er jetzt Stopp macht, ist Tobi vor ihm. Mimimi. Kann ich noch nichts von sehen. So. Dann sind die Boxenstops hier extrem kurz. Ja, sind sie. Die Box ist extrem kurz. Das einzig Schöne an dieser Strecke ist Boxenwasser. Porsche Sektor 2-3. Hat Gojean wieder in die Wand gesetzt? Ne, da fährt jemand mit einem Platten durch die Gegend. Jetzt nämlich nur noch Sektor 3. Ach, Ocon ist raus. Alles klar. Übelst zurecht. Ja. Dafür, dass sie James rausgeschossen hat. Nee, ich habe mich ja selber rausgeschossen. Nee, stimmt, das war witzig. Nee, weil war ein Qualifier? Ein Training. Ja, noch schlimmer. Bin falsch zurück. Aber stellt gerade das Auto ab. Das ist ja eine Sache, die ich schade finde, dass hier kein Bergungsgrad und so rauskommt. Ja. Also Safety Car wäre jetzt gut. Das Safety Car wäre jetzt super. Ich würde jetzt unbedingt ganz gerne ein Safety Car haben. Ihr habt da ja damals Mitte der 90er ein Spiel von Microprose namens Grand Prix 2. Da sind tatsächlich Bergungskräne rausgefahren. Und haben die Autos über die Leitplanken gehoben. Da frage ich mich, warum das Mitte der 90er ging, aber 2017 nicht. Damals konnte man eine Pixelgrafik daraus machen, heute müsste man das aufwendig animieren. Sehr alternativ. Das war auch damals gar nicht grafisch so schlecht.
So, Kimi, lässt du mich vorbei? Ja, auf der Geraden hast du sowieso. Fahr rein, Tadde. Danke. Wollte nicht Fahrer vor mir wissen? Fahrer hinter mir. Guck, jetzt kriegst du DRS und dann auf der Bremse fährst du dran vorbei. Ja, ich hab den vorhin auch fair vorbeigelassen, dann muss er das auch tun. Oh, die ist aber weit weg, die Bremse. Egal, geht doch. Weil die alten Grand Prix-Spiele eh gut waren. Grand Prix 2 und 3 habe ich noch irgendwo. Ja, irgendwo, ein gutes Stichwort. Grand Prix 4 habe ich glaube ich auch noch. Ich kann sie nur nicht mehr spielen. Korrekt. Ich habe kein optisches Aufwerk. Doch, das habe ich noch. Das habe ich noch. Sehe ich nicht. Und nochmal 3 Sekunden. Yep. Ah, boah, ich gar nicht so anstrengend hier. Könnte dich auf der Strecke rein theoretisch immer noch schlagen. Und das ist ja das, was ankommt am Ende. Ja, was für der Spanier, Mann. Hauptsache, er ist auf der Strecke schneller gewesen. Ah, kann er auch. Erstmal muss ich gucken, wie Wehrlein sich hier wehrt. Alter. Punkte krieg ich ja trotzdem sein. Tatsache, 18 in der Zahl. Hätte ja wohl gerne. Kann dem Jungen mal einer eine blaue Flagge geben? Der bremst mich richtig aus. Also du hast gute Chancen, weil Wehrlein mich ausbremst. Oh, so gute Chancen. Chancen sind immer reell, die liegen zwischen 0 und 1. Aber Wehrlein ist auch eine Potsau da hinten. Sekunden plus zwei Zeitstrafen. Immerhin Raikön ist keine Gefahr mehr. Nee, der fährt ja auch soft. Was macht der Stroll da gerade hinter mir? Keine Ahnung. Das ist mit allem nicht gewinnen. Ich freue mich jetzt gleich auf Mexiko. Hm. Mag die Strecke ja. Das ist die Strecke, wo Perez mal 340 gefahren ist. Das ist die mit dem Baseballstadion. Hm. Ist das. Ich mag die Strecke tatsächlich sogar. Sie ist mir sogar in beiden Teilen bekannt. Mhm. Der war aber auch USA in beiden Teilen vorhin. Ich kann das nicht so schon immer, das ist eine Drecksstrecke. Allein schon vom Layout her, das hat sich bestätigt. Ach Tobi. Ach nee. Der ist jetzt nicht... Rotzgabe. Ach Mensch. Was ist denn da jetzt passiert? Tobi hat sich gedreht, ist ein bisschen rückwärts gerutscht, hat einen U-Turn hinlegen wollen, ist disqualifiziert worden, weil er in die falsche Richtung gefahren ist. Echt ein super Spiel. Also. Aber dafür bin ich nicht letzter. Glückwunsch. Ich weiß nicht mehr, warum ich mich gedreht habe. Weil es die eine Kurve war. Ja, genau. Mit dem Qualifying war dem das immer scheißegal.
wenn du dich dann da irgendwie so versucht hast, wieder umzudrehen. Im Rennen meinte er anscheinend, ne, mach ich nicht. Und das macht er nach Laune. Im Qualifying hat das bei mir ja gemacht. Ja. Ja, aber das ist jetzt wirklich ärgerlich, weil da wären Punkte drin gewesen. Da wären es Treppchen bei der Platz. Ja. Tja. Was willst du machen? Willst du machen? Ach, nee, den brauchen wir nicht zu. Wo gucken wir denn mal zu? Hier, ich hier ist spannend. Massa zu. Bei Massa. Ja, ja. Ja, das ist auch gut. Jetzt weiß ich auch, warum das gut ist. Ihr seid doch alles nette Menschen. Also Matthias, da an der einen Stelle nicht rausdrehen, das ist vom Spiel wohl nicht gewünscht. Nämlich. Ich wäre dafür, dass er sich rausdreht. Nee, er kriegt wahrscheinlich dann nicht eine Verwarnung oder so oder wird noch irgendwie extra auf die Strecke zurückgelassen. Da kommt einer raus, Safety Car oder so. Darf ihn als erster rausfahren, der ist mal lieber. Das Spiel hat mich noch nie krass bevorteilt, Tobi. Ich weiß nicht, woher das kommt. Das von der Pfanne. Das ist schon eine nette Geste. Sagt er, als der Heckflügel abbrach. Das nächste Problem, Kind. Vielleicht muss er am Renault vorbei. So, und? Der Hülkenberger, der liebt das ja nicht. Der hat einfach die Order, dich mitzunehmen, wenn irgendwas kaputt geht. Order 26. Kehrt und Grosjean kloppen sich. Ja, ich sehe das hier. Das ist gut. Oh, das war jetzt eine Verwarnung für Schreckbegrenzung. Okay. Nein. Eine Verwarnung, ja dann. Ist ja nix. Komm, strafwürdig war es nicht, weil das erste Vergehen dieser Art. Ja und? Ja, da gibt's nicht sofort Strafen, Tobi. Schade. Es kommt darauf an, wie schlimm das ist. Es gibt manchmal sofort Strafen. Na gut, wenn du in Monster die erste Schikane durchfährst, gehst du ins Hintergrundschlagen. Das ist schon richtig. Ja, das Problem ist, es dauert keine 10 Sekunden. Wohl vielleicht. Ja, es soll sich ja auch nicht. Ja, wenn James neben dir fährt, könnte das auch 10 Sekunden dauern. Nee, weil du kommst ja dann in die Rechtskurve deutlich schneller, als wenn du von unten raus beschleunigst. Ja, das müssen wir mal ausmachen. Beim Start hast du zumindest noch so. Aber ich glaube, wenn du das echt beim Start machst, kannst du auch sofort disqualifiziert sein. Ja. Wie das hier im Spiel ist, das weiß ich nicht. Nur mal ausprobieren. Also, offscreen, wenn man Meister wird. Dann mach das nächste Saison.
Bei Monster muss ich ja nichts üben. Das habe ich ja schon mal gewonnen. Habe ich ja schon mal gewonnen, ey. Sag mal, eigentlich sollte man dir den Red Bull wegnehmen, weil du zu gut da drin bist. Nix da. Doch. Er hat nächste Saison in seinem Red Bull harte Konkurrenz. Ich wollte gerade sagen, das ist alles gut. Das ist ja nicht nur das Auto, was hier Rennen gewinnt. Ja, aber egal in welchem Auto, du müsstest dann natürlich mal ein schlechteres Auto kriegen, wenn du besser wirst, ne? Ja, genau. Ich bin auch dafür, dass Hamilton nächste Saison im Haas fährt. Nein, wir wenden hier nicht die echte Technik an, wir wenden hier die Pizmi-Technik an, ja? Du kriegst also nächste Mal den Haas. Kannst du nicht mehr. Nur noch mit dem Haas. Ich krieg nächstes Mal den McLaren. Fertig. Der Rennbeiger. Rennbeiger. Das wird schon fahrbares Auto. Wilde. Schön mit dem Honda-Motor, der so maximal 290 macht und jedes zweite Rennen explodiert. Das wäre doch mal ein faires Rennen. Und James und ich, wir fahren Mercedes. Ich will gar nicht Mercedes fahren. Willst du gar nicht? Kannst du Ferrari haben, willst du auch nicht? Nee. Dann nimm Red Bull. Ferrari klingt auch wie ein Rasenmäher. Fahren wir hier im Red Bull einfach um die Ohren. Dann weiß ich nicht. Das wird spannend. So. Wer muss abmoderieren? Ich. James, ja, dann mach mal. Schnell. Ganz in Ruhe, ich gucke jetzt immer auf die Rangliste. Mach einfach noch schnell. Rennleitung. Ich guck eh noch in die Vorfälle. Ja. Ganz toll, Matthias hat gewonnen. Ne? Wir sehen uns dann nächste Woche in Mexiko wieder. Bis dahin habt ihr jetzt noch eine schöne Zeit und bis nächste Woche. Macht's gut und schwingt einen Hut. Tschüss.